Bandai Namco Entertainment, a Supermassive Games production. The Dark Pictures Anthology. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play eines Spiels, worauf ich sehr, sehr lange gewartet habe, nämlich House of Ashes von The Dark Pictures. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, die ersten zwei Teile findet ihr ja schon bei mir in der Datenbank, also im Channel. Ich werde jetzt erstmal das Spiel starten. Denn sie sehen Wind und werden Sturm ernten. Hosea. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Manche Entscheidungen retten Leben. Andere sind tödlich. Wähle weise. Schweig! Deine Worte bedeuten hier nichts. Dein Blut begleicht die Forderung des Königs. Dein Opfer wird seinen Fluch aufheben. General Baratun, vergebt mir, Herr. Der König verlangt eure Anwesenheit. Die Götter sind gnädig. Vorerst. Ich kümmere mich später um ihn. Schafft ihn weg. Du hast Glück, Guter. Glück? Nein. Kein Glück für diese Hunde. General, wir sollten hier weg. Der König, sein Wahnsinn wird uns alle verschlingen. Der Tempel ist verflucht. Eher sterbe ich an diesem Ort, als dort draußen der Pest anheimzufallen. Wir haben unsere Befehle. Der Mondgott schickt dich, um mein Reich zu zerstören. Ich weiß es, Mädchen. Ich sehe alles. Sieh dich nur um. Wiegt diese Halle denn nicht alle meine Sünden auf? Schätzen die Götter diesen Ruhm nicht? Die Gutea kommen, General. Der Mondgott schickt eine Armee, uns zu zerstören. Ich sammle sofort unsere Streitkräfte. Gut. Kunde von dort unten? Das sind hunderte Gefangene, mein König. Ihr Opfer wird Zeit brauchen. Zeit haben wir nicht mehr. Sei's drum. Das Blut dieser Armee wird den Sand tränken. Das Opfer wird erbracht werden. Fangt mit der hier an. Sagt mir, General. Erinnert sie euch an jemanden? Mein König? Gemahnt sie nicht etwas an eure eigene Tochter? Wie alt wäre sie jetzt? 18. 18? Diese Pest ist eine solche Tragödie. Tötet sie. Mein König. Sollten wir sie nicht lieber am Leben lassen? Sie ist ein feindlicher Späher. Wir erfahren mehr über ihre Pläne. Nein. Jeder Tropfen Blut ist ein Schritt zur Erlösung. Sie muss sterben.
Ah! Sag doch, dass das schon losgeht. Benutze R zum Zielen, drücke RT, wenn das Fadenkreuz rot wird. Okay. Hätte ich auch ablegen können. Götter, gib mir Stärke. Yeah.
lauert dort? Was hat die Akada getan, um so gestraft zu werden? Wir wurden verflucht. Unser König hat uns verflucht. Wir dachten, ihr wärt der Fluch. Das war falsch. Mein Herr stürmte den Tempel in Nippur. Er baut diesen Tempel, um Buße zu tun. Aber die Götter erhören ihn nicht. Und nun ist auch er verstummt. Auch nach dem Tod meiner Tochter sah ich es nicht. Ich folgte einem Narren zum Abgrund. Sein Ruin ist nicht unserer. Das ist dein Tempel. Was können wir tun? Da ist ein Weg durch die Katakomben. Dir soll ich vertrauen? Du hast keine Wahl. Akada! Warte! Hilf mir damit. Mir nach. Durch das Grab geht es raus. Grab? Ja. Für die Erbauer, die fertig sind. Komm. Nur eine Ratte. So viele Tote. Für nichts. Sie sind gestorben. Für einen Irren. Halte RT gedrückt zum Aufheben von Objekten. Benutze R zum Untersuchen. Okay. Ja, wie auch bei den anderen Teilen, ihr kennt das ja jetzt mittlerweile schon, halte ich mich mal ein bisschen zurück mit Reden. Immer nur, wenn es denn auch wirklich passend ist. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich hin muss. Wäre natürlich schön, wenn man jetzt hier so eine Art, ich sehe auch gar nichts, so eine Art Karte hätte. Aber wie wir wissen, haben wir die ja nicht. Unsere eigenen Handlungen verdammen uns. Okay, versteckte Informationen. Warum hat er den Tempel geplündert? Es sind doch immer die gleichen Gründe. Für Gold, für Ruhm. Aus Gier. Also... Er zeigt mir jetzt nichts an, dass ich hier noch irgendwas machen könnte. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir raus? Wir können uns jetzt natürlich einfach in die Mitte reinwerfen und sterben. Und das war's dann.
Ich muss da, aber der läuft auch immer wieder dahin. Aber da ist doch nichts mehr. Muss ich vorher nach oben gucken? Nee. Muss ich langsamer nach oben gucken vielleicht? Kann auch kein R drücken oder so. Ja gut, der rennt jetzt mit mir mit. Fängt ja schon gut an. Der erste Raum und ich krieg's nicht gebacken. Moment, das haben wir uns eben schon angeguckt, ne? Wobei wir hier noch nicht drumherum geguckt haben, aber... Das scheint auch nicht allzu viel zu bringen. Ich habe ja nur die zwei Sachen, womit ich interagieren kann. So die dumpfe Befürchtung, dass ich wahrscheinlich auch noch kämpfen muss zwischendurch. Ist das jetzt der gleiche Stein? Ja, das ist doch der gleiche Stein. Kann ich denn... Kann mal hier irgendjemand diese Fackel oder was das ist wegnehmen? Hallo? Ich kann ja hier jetzt auch nichts anderes drücken. Leute. Mit dir reden kann ich auch nicht, oder? Kann ich wechseln? Ich weiß nicht, guck mal eben bei den Einstellungen nach. Kleinen Moment. Ja, also ich habe jetzt auch nichts finden können, aber ich habe an den Einstellungen noch was verbessert. Ich weiß nicht, so im Halbdunkeln sieht man nicht allzu viel, aber ich habe die Grafik noch ein bisschen hochgeschraubt nebenbei. Hier, die Tür hatten wir eben schon unter... Ne, ernsthaft jetzt? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Kann man hier mehrere Türen öffnen? Oder haben wir uns jetzt eben die falsche angesehen? Moment, das will ich jetzt wissen. Ich bin noch nicht ganz doof. Nee, ich bin wirklich nicht. Dann habe ich wahrscheinlich eben hier die Tür angeguckt. Oh, sag mir bitte, dass wir da durch können. Oh Gott, es ist schon zu spät am Abend. Ich merke das schon. Hier, hilf mir damit. Zuerst. Wir sind hier sicher. Du zuerst. Was ist das für ein Anhänger? Die Geschichte von Gutium. Ihr Akkada habt hart gekämpft, um ein Volk auszulöschen. Aber ihr solltet wissen, unsere Geschichte beginnt erst. Wie kommen wir hier lebend raus? Helfen der natürlich Feind einander. Meines Feindes ist mein Freund. Wir helfen einander. Es gibt immer Hoffnung. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Hoffnung gibt, dass ich das hier überlebe. Was war das? Wie viele Wege führen in das Grab? Ich hoffe doch nur nicht allein. Hier drüben. Lauf. Womit?
Ich weiß. Akada! Es gibt kein Entkommen. Uns bleibt nur eins. Gemeinsam kämpfen. Nein! Wenn wir beide fliehen... Sterben wir beide. Halt dich bereit! Kämpfen, kämpfen! Ich hab das so eine gute Idee war. Oops. No!